Du musst wissen, wenn du es nicht weißt, dann nimm den Zettel. Zusätzlich empfehle ich dir diese Plattform auch, weil, das heißt, du wirst irgendwo Gewinn machen und ich empfehle dir dann. Also es ist besser, du gehst nochmal on top. Hi und herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video geht es um folgendes Thema. Du hast 100 Euro und musst sie in Werbung investieren. Was würdest du tun? Stell dir das mal vor. Wenn dir das Video gefällt, dann schenk mir einen Daumen nach oben. Abonnier meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du weiterhin von mir lernen kannst und kein Video mehr verpasst. Wir steigen direkt ein und zwar habe ich hier zu diesem Thema 5 Tipps für dich mitgebracht. Das erste ist, ich würde an deiner Stelle definitiv, damit ich diese 100 Euro auch wirklich hochprofitabel investiere, erstens umdenken und das Ganze online, vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, wo alle jetzt mit Angst leben und nicht so viel da draußen rumlaufen, vor allen Dingen auch nicht zu irgendwelchen Dienstleistern gehen möchten, weil sie Angst haben und den Abstand halten möchten, empfehle ich dir, deine Produkte oder dein Kernprodukt so aufzubauen, dass es online möglich ist, das Ding zu vertreiben. Also bilde deine Dienstleistung, dein Produkt online ab. Das wäre das Erste. Der zweite Punkt ist, du musst wissen, wie dein Wunschkunde aussieht. Wenn du es nicht weißt, dann nimm den Zettel und schreibe auf, mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten. Also schreib dir wirklich stichpunktartig runter, wie alt ist der, wie ist der in der Regel aufgestellt, ist der eher Unternehmer, ein ganz normaler Angestellter, hat der Kinder, wohnt er irgendwo in der City. Was macht er? Was hat er für Hobbys? Und all diese Sachen brauchst du dann nämlich später für die Definition deiner Zielgruppe. Und das ist nämlich dein Wunschkunde. Also dein Wunschkunde ist genau das Wichtigste in diesem Prozess, damit du später nicht unnötig Geld verpulverst. Also Nummer 2, Wunschkunden klar definieren und wissen, wen du ansprechen möchtest. Wenn du nicht weißt, wie dein Wunschkunde aussieht und wenn du da Hilfe benötigst, dann empfehle ich dir meine 7 Prinzipien für erfolgreiche Online-Werbung. Die findest du auch hier direkt verlinkt unterhalb des Videos oder auch gleich hier mit der Empfehlung im Video. Und hier erkläre ich dir Schritt für Schritt wirklich, wie man Wunschkunden definiert und es gibt auch Download-Möglichkeiten, wie man das Ganze Schritt für Schritt auch durchgehen kann. Wir kommen zum Punkt 3. Punkt 3 ist die Plattform kennen. Das heißt, wo machst du jetzt Werbung? Wo findest du deine Wunschkunden? Und Punkt 3 empfehle ich dir Facebook und Instagram. Das ist auch mein Schwerpunkt, mit dem ich täglich arbeite, weil Facebook und Instagram einfach alles an Definition für Wunschkunden da, also anbietet und vor allen Dingen kannst du jeden wirklich dort fast erreichen, denn wir sind alle irgendwie bei Facebook, bei Instagram und auch in den Networken, also in dem Network-Netzwerk von Facebook erreichbar. Das heißt auch über sogenannte Bannerwerbung, die Facebook auch außerhalb von Facebook ausspielt. Und hier empfehle ich dir Facebook und Instagram. Zusätzlich empfehle ich dir diese Plattform auch, weil sie deutlich günstiger sind als alle anderen Plattformen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Google Werbung schaltest und dich damit nicht gut auskennst, dann wirst du dich enorm verbrennen können mit großen Klickpreisen und. Deswegen empfehle ich dir Facebook und Instagram vom Herzen, weil es einfach deutlich günstiger ist. Kommen wir zu Punkt 4. Aufteilung des Budgets. Wie teilst du wirklich dein Budget so auf, dass du nicht alles direkt verbrennst? Und ich gebe dir hier mal einen riesen Tipp und zwar bleib geduldig und teile dir dieses Budget zum Beispiel mit 10 Euro am Tag auf. Dann hast du 10 Tage die Möglichkeit, Werbung zu schalten auf Facebook und Instagram. Und diese 10 Euro, wenn wir gehen mal davon aus, du hast jetzt eine Dienstleistung, du bist zum Beispiel Fitnesstrainer, du möchtest Sportkurse online anbieten und möchtest jetzt in deinem Umkreis ja deine Kunden erreichen oder mehr Kunden erreichen, die du vorher im Fitnessstudio nur gesehen hast, jetzt aber auch komplett Neukunden ansprechen, dann wirst du im Umkreis, wenn du das so eingrenzt, nicht deutschlandweit, erstmal im Umkreis,
auf jeden Fall mit deiner Dienstleistung, wenn es Versicherungen sind, dann vielleicht Online-Beratung anbieten, komplette Online-Beratung von zu Hause aus, wirst du mit diesen 100 Euro durch die Splittung 10 Euro pro Tag mindestens ein oder zwei Kunden wiederfinden, die deine Produkte haben möchten. Und jetzt kommt das Entscheidende, du wirst also Break-even sein. Das heißt, du wirst irgendwo Gewinn machen und ich empfehle dir dann infolgedessen, das zu reinvestieren und so eine kleine Skalierung aufzubauen. So bin ich auch angefangen und kann dann Schritt für Schritt hochskalieren. Und das ist das Entscheidende. Wenn du vielleicht aus den 100 Euro 200 oder 300 machen kannst, dann reinvestiere doch diese 300 und dann baust du wieder 600 oder 900 auf. Und so kannst du Schritt für Schritt von Woche zu Woche deine Skalierung hinbekommen. Kommen wir jetzt zu Nummer 5, einer der wichtigsten Punkte, den ganz viele unterschätzen, vor allen Dingen in Dienstleistungen oder auch mit anderen Produkten. Und zwar nennen wir den bei uns intern Kundenwerttreppe. Warum? Ein Kunde kauft bei dir erstmal ein Produkt. Er gewinnt Vertrauen bei dir und sagt, hey, cool, der macht gute Sachen, der macht gute Dienstleistungen. Also kannst du ihm mit der Treppe einen größeren Wert anbieten von Produkten. Und das ist deswegen nennen wir das bei uns eine Kundenwerttreppe. Wir können also höherpreisige Produkte mit anbieten, weil wir einfach das Vertrauen von Kunden haben und dann weitermachen können. Und hier ist nämlich das Entscheidende, dass wir nicht nur mit einem Produkt arbeiten und vor allen Dingen nicht mit günstigeren Produkten arbeiten, sondern mit höherpreisigen Produkten. Man nennt sie ja auch High-Price-Produkte, also höherpreisige Produkte. Und diese Kundenwerttreppe ist enorm wichtig in der Entwicklung. Denn später wirst du merken, wie kriegst du auf einen Kunden runtergebrochen mehr Budget raus, mehr Profit raus, mehr Gewinn raus. Und das geht nur mit Folgeverkäufen und deswegen eine Kundenwerttreppe. Also, du bietest ihn zum Beispiel zusätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel Fitnesstrainer bist, ja, und du hast jetzt ihm einen Online-Kurs angeboten, wie er von zu Hause aus trainieren kann, dann bietest du ihm on top noch eine Leistung mit drauf, zum Beispiel Ernährung oder ein zusätzlicher Plan für eine Bikini-Figur oder weiß Gott was. Als Dienstleister für Versicherungen bietest du on top noch die Durchsicht alter Versicherungen, einmal aufräumen und die Reduktion von zum Beispiel Kosten durch bessere Verträge. Also es ist besser, du gehst nochmal on top und gehst nochmal an deine alten Kunden wieder dran, um mit dem Wert höher zu gehen, also eine Kundenwerttreppe aufzubauen. Das waren die 5 Schritte, die ich dir empfehlen kann, wenn du 100 Euro hättest für Online-Werbung, was du machen würdest oder was ich auch machen würde als Empfehlung für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir einen Daumen nach oben. Wenn du Impulse hast und noch andere Ideen, dann kommentier das doch einfach unter dem Video. Hier geht es übrigens zum nächsten Video. Ansonsten abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Und denk dran, du bist nur eine Ad entfernt.